möchte ich eine Besuchergruppe aus der Südsteiermark, aus der Hengistregion recht herzlich hier bei uns begrüßen. Ja, wir behandeln hier in dieser Budgetdetaildebatte die Untergruppe 33 und ich möchte hier auf den Forschungsteil eingehen und auch teilweise die UG 40 Forschungsteil auch hier im Bereich der Wirtschaft drinnen. Und ich möchte eingangs noch kurz auf die Kollegin Oberrauner von der SPÖ aus Villach zitieren. Sie haben positiverweise den Chip Act erwähnt. Ich werde später noch da hinzukommen. Aber Sie haben gesagt, dass wir 6% bei den Forschungsmitteln kürzen. Ich möchte nur noch einmal in Erinnerung rufen, was der Bundesminister Kocher bei seinem Statement gesagt hat. 2019 haben wir noch 96 Millionen für die Forschung zur Verfügung gehabt und wir haben das in dieser Legislaturperiode auf 264 Millionen plus 175% gesteigert und so haben wir jetzt auch im nächsten Jahr wirklich ein großes Maß an Mitteln für Forschung und Innovationen zur Verfügung. Und warum ist das etwas weniger? Auch das lasse ich gleich erklären und das sollten Sie vor allem als Standort von Infineon wissen, weil die IPSE Mikroelektronik 1 ausläuft. Die wird im nächsten Jahr nur noch fertig finanziert, aber dieses Programm haben wir abgeschlossen und die Mikroelektronik 2 IPSE läuft weiter und auch hier haben wir 125 Millionen Euro auf den Markt gebracht, zu den Unternehmen gebracht. Und wenn hier eine Gruppe aus Leoben hier ist, die kann das ganz sicher bestätigen. Vor allem aus der Mikroelektronik 2 hat es wirklich ganz, ganz wichtige Investitionen auch in der Steiermark gegeben. Zum Beispiel, und dort kann man absehen, wie diese Budgetzahlungen wirken, eine Investition in AT&S, die 500 Millionen Gesamtinvestitionen auslösen und 800 neue Arbeitsplätze in der Region der Obersteiermark schaffen. Das sind Investitionen in die Zukunft unseres Landes. Und Herr Kollege Kassegger von der FPÖ, ich habe Sie heute ganz am Eingang ganz genau zugehört und summa summarum, wenn ich mir Ihren Gesamtinhalt Ihrer Rede vor Augen halte, kommt mir immer vor, wir reden über zwei unterschiedliche Industriepolitikwelten. Sie reden noch, kommt mir vor, in einer Zeit, wo es noch Rauchschlote gibt, wo es noch Industriebetriebe gibt, wo es noch um Kruppstahlproduktion gibt. Wir reden um zukunftsgewandte Industrie, Halbleiter, IPSE, Mikroelektronik 2, IPSE Wasserstoff, Energieträger der Zukunft, die wir alle mit diesem Budget hier finanzieren, um dementsprechend den Standort abzusichern. Und wenn Sie den Budgetzahlen per se nicht glauben, dann nehmen Sie internationale Kennzeichen, internationale Benchmarks. Die F&E-Quote Österreichs beträgt 3,2%. Wir sind auf europäischer Ebene an dritter Stelle, global an siebter Stelle. Es gibt den European Innovation Scoreboard, wo wir das Ziel haben, unter den Top 5 vorzustoßen. Wir sind mittlerweile von 8 auf 6 und hier braucht es noch etwas im Breitbandausbau. Und auch hier haben wir mit Staatssekretär Durski in den letzten Jahren einiges finanziert. Summa summarum komme ich zum Schluss. Dieses Budget macht Österreich zukunftsfit. Wir investieren in Forschung, in Wasserstoff und in Mikrochips. Danke. Das Budget mache Österreich zukunftsfit, lobt ja auch im Schnabel von der ÖVP. Und am Weg zum Rednerpult von den Freiheitlichen, Gerald Hauser. Richtig.